Phänomen spielender Idioten oder vielleicht doch ein Spiel, das gar nicht so idiotisch ist und tatsächlich doch noch aktueller ist, als man dachte im Jahr 2016. Als allererste Frage, wem sagen diese Begriffe denn etwas? Ja, was ist es? Ja. Team Rocket war das Gegenspielerteam damals bei den alten originalen Pokémon. Folgen Evoli ist ein Pokémon und Kanto ist, glaube ich, eine Region. Super. Jemand gegenstimmen? Super. Kanto ist die Region, Team Rocket ist das Gegenteam. Evoli ist das siebtbeliebteste Pokémon weltweit. Und spielt auch in Pokémon Go eine ziemlich große Rolle. Und genau in der Region befinden wir uns sozusagen. Also Team Rocket taucht auch in Pokémon Go auf. Das heißt, diejenigen von Ihnen, die auch in den 90er Jahren sowas Ähnliches wie sozialisiert worden sind, die werden gerade eben auch die alten Spiele mit der gelben, blauen oder roten Edition, die eben auch in Kanto gespielt haben, kennen. Oder jetzt auch die Neuauflagen mit Let's Go Evoli oder Let's Go Pikachu, was sich auch wieder in dieser Region befindet. Team Rocket spielt eben als gegnerisches Team auch in der AR-Anwendung eine Rolle. Und Evoli begleitet uns da auch auf diversen Strecken. Wo heute, werden Sie auch auf jeden Fall noch sehen. Ja, wenn wir uns das Phänomen Pokémon Go angucken, das sind noch lange nicht alle Spiele, die in den letzten 8 Generationen, sind es in der Zwischenzeit, tatsächlich veröffentlicht wurden. Sondern in der Zwischenzeit gibt es diverse Wiederauflagen für neue Spielkonsolen, sodass sich Nintendo durchaus nicht nur durch eine Kindheitsgeneration der 90er-Jahre-Kinder, sondern eben auch noch im heutigen Kinderzimmer durchaus einen Platz verdient und auch immer wieder erstreitet. Nicht zuletzt gerade mit den Ablegern von Let's Go Pikachu, Evoli oder auch den neuen Versionen auf der Switch mit Pokémon Schwert und Schild, die ja erst im November erschienen sind und die tatsächlich eine Kompatibilität zu der AR-Anwendung aufweisen. Das heißt, mit manchen Spielen lässt sich tatsächlich die Handy-App auch verbinden. Und das ist auch unsere Brücke zu dem heutigen Thema, nämlich Pokémon Go. Gerade wenn wir uns die Spiele von der neueren Generation angucken, ist es nämlich durchaus möglich, nicht nur unterwegs mobil mit dem Smartphone Taschenmonster zu sammeln, wie im Jahr 2016, sondern die dann auf die heimische Konsole mit zu übertragen, sodass man seine Freunde auch wirklich jedes Mal mit dabei hat. Pokémon Go. Im Jahr 2016 natürlich eines der populärkulturellsten Phänomene, die man so gefunden hat. Sie alle werden sich sicher noch an die Bilder erinnern. Da oben, dieses hier, das linke, ist gerade von der Stuttgarter Wilhelma. Das war 2 Tage nach Erscheinen der App. In der Wilhelma gab es verschiedene Pokestops an diversen Gehegen. Und die Besucherzahlen waren nicht mehr zu messen. Sie konnten irgendwann nicht mehr alle Besucher reinlassen, die gerne wollten, weil alle wollten gerne zu diesem einen Pokestop oder zu diesem einen Fundort, wo man ein besonderes Pokémon bekommen kann. Heute ist es ein bisschen abgeflaut, wobei man immer noch sagen muss, wir springen einmal drüber, in den letzten 3 Jahren hat das Spiel 3 Milliarden $ Umsatz gemacht. Davon 1,2 Milliarden im letzten Jahr. Weltweit Pokémon Go immer noch das am meisten gedownloadete AR-Game in Deutschland. Das heißt, auch da als Urgestein von einer Augmented Reality-Anwendung auf dem eigenen Smartphone immer noch total aktuell. Wir haben vielleicht nicht mehr so die Menschenmassen, die, wir hatten es gerade vorhin schon davon, wo überall an unmöglichsten Orten sich Menschen aufgehalten haben, um Pokémons zu sammeln. Heute sieht man jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt dem Kommilitonen hinterher schaut und denkt, gut, der hat jetzt ein Smartphone in der Hand, ist es eher unwahrscheinlich, dass der gerade ein Pokémon jagt. Aber könnte dennoch immer noch sein. Gerade wenn wir uns auch anschauen, dieses schöne Bild hier, das habe ich vor 2 Wochen am Karlsruher Bahnhof gemacht. Und die haben wirklich Pokémon Go gespielt, das ist sehr schön. Wunderbar ist es natürlich auch dadurch, dass nicht nur die App auch funktioniert hat, sondern Google Maps damals auf den Zug auch gleich mit aufgesprungen ist. Denn auch heute noch können Sie über Google Maps einstellen, wo sich denn bestimmte Pokémons beispielsweise befinden. Das heißt, wenn Sie gerade einen Urlaub planen, in Deutschland oder in Europa oder weltweit, schauen Sie sich davor vielleicht mal auf Google Maps an, wo es denn was Tolles in dieser Stadt zu fangen gibt. Vielleicht haben Sie ja doch Glück und Glurak oder doch ein Evoli oder ein Pikachu läuft Ihnen über den Weg, wenn Sie sich gerade in der Nähe des Vatikans aufhalten. Hier sieht man jetzt wieder, auch wieder da die Stuttgarter Innenstadt. Je dichter besiedelt die Gebiete natürlich sind, desto mehr Pokémons findet man. Ich bin jetzt gerade ins Hohenlohische gezogen. Da findet man nichts. Da kann man überhaupt nichts fangen. Darum bin ich jedes Mal aufs Neue total glücklich, in so eine Metropole wie Freiburg zu fahren. An verschiedenen Bahnhöfen vorbei, denn da findet man tatsächlich dann doch noch einiges. An den unterschiedlichsten Stellen hat man damals Pokémons gefunden und findet sie auch heute noch. Das ging so weit, dass teilweise eben Kirchen darum gebeten haben, nicht direkt irgendwie während
eines Traugottesdienstes mit dem Smartphone reinzulaufen und zu versuchen, doch am Altar ein Pokémon zu fangen. Hingegen haben das manche Läden auch für sich genutzt und gesagt, hey, wir haben Steckdosen, wir haben hier in der Nähe einen Pokéstop, falls ihr euer Smartphone aufladen wollt und dabei bei uns einen Kaffee trinken, herzlich willkommen. Also auch da wieder sieht man, was für populärkulturelle Kreise es tatsächlich gezogen hat, aber auch welche Besorgnisarenenkreise das gezogen hat. Wenn Sie sich das mal ganz kurz durchlesen. Drei Teenager, die sich auf die Lüneburger Heide schlichen, und jeder, der schon mal in der Lüneburger Heide war, weiß, dass da ab und zu Truppenübungen der Bundeswehr stattfinden, wie auch an diesem Tag. Und die drei Teenager vor lauter, ich versuche ein Pokémon zu fangen, gar nicht mitbekommen haben, dass auf diesem Platz scharf geschossen wurde. Es wurde niemand verletzt, Gott sei Dank. Aber auch da wieder, Pokémon scheint in dem Moment leicht blind zu machen. 3 Milliarden hatten wir schon. Jetzt schauen wir uns einmal die App an. Ich habe Ihnen das jeweils abgefilmt über mein Handy. Weil die Problematik ist, dass man ja manche Handybildschirme nicht streamen kann. Auch so was Tolles wie unser Whiteboard. Darum schauen wir uns einmal jetzt kurz die App daran an, was mein Spielprofil also hinbekommt. Sie werden Kämpfe sehen, Sie werden Entwicklungen sehen. Hier sehen Sie jetzt gerade erstmal die Spielfigur, die hier über den Campus läuft. Also da sehen Sie den Pokéstop, der sich vor unserem Büro befindet oder in unserem Büro zumindest erreichbar ist. Die Karte ist so aufgebaut wie eine ganz normale Google Maps Karte, in der man sich orientieren kann. Es gibt in der Zwischenzeit auch diverse Austauschforen, die sich nicht mehr über diverse Navigationssysteme in Städten orientieren, sondern Pokémon Go oder eine andere AR, also Augmented Reality App nutzen. Hier sieht man dann jetzt die verschiedenen Spielerprofile, was dazu alles gehört. Das heißt, welches Level hat die Spielfigur tatsächlich, welcher Freund begleitet es gerade und was für Aufgaben gibt es. Hier hat man gerade gesehen, welche Pokémon sich in den unterschiedlichen Regionen gerade befinden und welche Aufgaben der oder die Spielerin gerade hat. Hier sieht man, meine Stempel verfolge ich aktuell nicht so permanent und welche Hauptquests es tatsächlich gibt. Jeden dieser Bildschirme, durch den gerade durchgescrollt wird, stellt eine Hauptquest dar, die man verfolgen kann, die auch stetig im Spiel erweitert wird. Das heißt, es gibt also nicht nur eine lineare Geschichte, sondern mehrere, die da erzählt werden, was auch wieder fürs literarische Verstehen ganz spannend ist, aber dazu vielleicht später mehr. Dazu gibt es dann auch natürlich eine Übersicht, welche Pokémon man alle schon gefangen hat, welche man also gerade eben auf dem Handy mit sich führt und welche Pokémon-Eier man denn gerade auch mit dabei hat. Weil alle, die es schon einmal gespielt haben oder zumindest davon schon mal gelesen oder gehört haben, sie wissen, sie laufen mit ihrer App im Abenteuermodus, also mit Bewegungsdatenkontrolle ihres Handys durch die Gegend, sammeln dadurch Kilometer, sammeln dadurch Punkte und können dann die Pokémons, die sie mit sich tragen, dadurch trainieren, Eier, die sie mit sich tragen, dadurch ausbrüten. Dazu gibt es dann zu jedem Pokémon natürlich auch diverse Informationen und Items, mit denen man die sozusagen aufmodeln kann. Diese Items finden Sie in den Pokéstops. Das sind sozusagen die Versorgungsstationen, die man ablaufen kann, wo es dann Geschenke gibt, Pokébälle, die man zum Fangen der Pokémons tatsächlich braucht, oder dann eben verschiedene Tränke, um dann eben auch Pokémons nach einem Kampf wieder aufrüsten zu können. Das, was das Besondere eben an dieser App ist, ist der Augmented Reality Modus. Das ist jetzt seit kurzem neu. Früher gab es den Augmented Reality Modus nur, wenn man Pokémons gefangen hat. Jetzt kann man damit auch mit dem jeweiligen Kumpel-Pokémon, das man mit sich führt, interagieren. Sie sehen, da war ich gerade auf dem Campus unterwegs. Haben wir mal angeguckt, okay, wo könnte da vielleicht ein Platz sein? Weil man braucht immer eine große, ebene Fläche, um das auch wirklich drauf projizieren zu können. Und dann mit dem Pokémon interagieren zu können. Man sieht also, da ist es der App noch nicht sonderlich gerade genug. Jetzt links unten sieht man kleine Fußspuren, kann man drauf tippen und zack, Pikachu erscheint auf dem Campus. Mit Pikachu kann man dann verschiedene Dinge machen. Man kann es einmal füttern, damit es stärker wird und eine größere Bindung zu einem aufbaut. Man kann verschiedene Herausforderungen mit ihm absolvieren. Man kann Schnappschüsse des Tages mit diesem Pokémon auch in der Augmented Reality Umgebung machen, beziehungsweise nur in der Augmented Reality Umgebung. Was gerade vor dem Hintergrund des Datenschutzes an mancher Stelle wirklich hochproblematisch ist. Aber auch das sehen wir uns nachher noch ein bisschen genauer an. Und man kann es dann natürlich auch wieder zurückrufen. So viel zum AR-Modus mit dem eigenen Kumpel. Hier sehen Sie jetzt gerade eins der Pokémons, das sich so auf dem Campus tatsächlich herumtreibt. Ein Phlegmon, das jetzt gleich die Spielfigur versuchen wird, noch zu fangen. Davor schauen wir uns noch einen Pokéstop an. Genau, das ist der, den man von unserem Büro aus erreicht. Sie sehen hier gerade diese Einsammelfunktion, wo man dann sich eben mit Pokébällen und so weiter eindecken kann. Diese kosten kein In-App-Geld.
Das heißt, es ist die einzige Möglichkeit, an Items wirklich auch ranzukommen, ohne diese bezahlen zu müssen. Sollten Ihnen mal die Pokebälle ausgehen, keine Angst, dafür hat Niantic gesorgt. Mit ein bisschen In-App-Geld können Sie dann natürlich Ihren Beutel einmal auffüllen. Jetzt schauen wir uns einmal an, wie man denn tatsächlich Pokémons mit dieser App fängt, weil das ist natürlich das Ziel eines jeden Pokémon-Trainers, gonna catch them all. Das heißt, man versucht natürlich auch in der App alle Pokémons zu fangen. Und das funktioniert eben nicht nur mit Phlegmon auf unserem Campus, sondern auch mit einem Rattan auf den Gleisen oder beispielsweise mit einem Ammonitas im Park oder auch beispielsweise mit einem Lampi in einem Bach. Das heißt, Sie können an ganz unterschiedlichen Orten Pokémons finden, versuchen diese zu fangen und damit eben im alten Spielprinzip, das alle dann auch von den Nintendo-Spielen tatsächlich kennen, Pokémons als kleine virtuelle Wesen zu fangen, ihrer Sammlung hinzuzufügen und dann anschließend zu trainieren. Hier sieht man dann anschließend, wie diese Pokémons dann auch aufgebaut sind. Das heißt, man sammelt pro Fang von einem Pokémon Bonbons. Diese Bonbons benötigt man, um dann anschließend die Pokémons entwickeln zu können, um sie stärker zu machen oder in Kämpfen gegen andere Trainer dann auch einsetzen zu können oder sie mit speziellen Items dann noch eine besondere Fähigkeit hinzuzufügen. Das Besondere in der Zwischenzeit ist auch, das gab es am Anfang auch nicht, dass Team Rocket ist in der Zwischenzeit. Sie sehen hier eine der Rüpelinen, könnte man sagen, es auch ins Spiel geschafft hat. Das heißt, das sind jetzt unsere Gegenspieler, die immer wieder Pokestops besetzen, die man dann freikämpfen muss. In schönster Rollenspielmanier schafft man es dann, diesen Pokestop zu befreien oder eben auch nicht, je nachdem, wie stark die eigenen Pokémons tatsächlich sind. Und je nachdem, wie groß die Pokémons sind, die man auch einsetzt, sieht man gerade, welche grafischen Probleme dann auch kleinere Handys tatsächlich haben. Diejenigen von Ihnen, die sich ein bisschen auskennen, werden erkannt haben, das ist ein Kokowai, also ein Palmen-Pokémon, das dementsprechend auch nicht, weil es zu riesig ist, auf den kompletten Handybildschirm passt und deshalb immer nur wieder mit seinem Kopf auch ins Bild gerät. Das hat es jetzt gerade hinbekommen, ein gegnerisches Pokémon zu besiegen, wurde aber dabei jetzt selber besiegt, nachdem das zweite eingesetzt wurde. Es ist immer mal wieder ziemlich heikel, tatsächlich gegen die jeweiligen Gegner zu kämpfen. Diejenigen von Ihnen, die jetzt auch gerade die neueren Spielversionen spielen, es gibt immer wieder künstliche Intelligenzen, also Gegner, die durch den Computer animiert sind, die sind jetzt nicht so die allergrößte Herausforderung, wenn man so einigermaßen im Spielverlauf bleibt. Das ist bei Pokémon Go anders, weil Pokémon Go sich daran orientiert, wie stark sie tatsächlich sind und dementsprechend dann die gegnerischen Pokémon in der Kampfstärke anpasst. Das heißt, die Herausforderung, da einen Gegner tatsächlich zu besiegen, ist sehr viel höher als bei den Spielen. Jetzt haben wir es da gerade ganz knapp geschafft, schaffen es dadurch, dass die Rüpel dann jetzt aus diesem einen Pokestop verschwinden und uns ihr Pokémon, das sie sozusagen gefangen gehalten haben, überlassen. Sie sehen, narrativ ist das jetzt nicht so wahnsinnig komplex. Wir sehen einmal, was wir dafür bekommen und können dann am Ende dieses Pokémon noch von den Rüpeln befreien. Nach dem Blick in die App. Warum hält sich das Spiel? Das ist gerade, was Ihr Kommilitone gesagt hat, ist einer der tragenden Gründe, warum sich das Spiel überhaupt hält. Wir haben eine stetige Weiterentwicklung der Handlung. Sie haben vorhin diese kurze Übersicht von den jeweiligen Handlungssträngen gesehen oder Aufgaben, die man bekommt. Alle 2-3 Monate schießt das Spiel einen neuen Handlungsstrang raus, auch um beispielsweise neue Spieler eben mit zu aktivieren, die sogenannten Forschungsaufgaben, wo man dann zum Beispiel an spezifische Orte laufen muss, Zoos, oder sich beispielsweise spezifische Pokémons fangen muss, um dann weiterzukommen, verdient sich damit dann eben wieder Punkte, wird stärker, die Pokémons werden stärker. Das heißt, wir haben nicht nur eben diesen einen Anfangshauptstrang, den wir 2016 hatten, sondern in der Zwischenzeit sind es 9 oder 10 Hauptaufgaben, die man immer noch anfangen kann, wenn man jetzt einsteigt. Fangen Sie möglichst schnell an, Ihr Carpador zu entwickeln. Es kann zwar nichts, aber es bringt furchtbar viele Punkte, wenn man es dann geschafft hat. Zweiter Punkt, was Sie auch gerade schon gesehen haben, ist die stetige Weiterentwicklung des Gameplays. Am Anfang gab es eben diese AR-Anwendung nur im ausgewählten Modus, wenn man gerade mal ein Pokémon gefangen hat. Das war super revolutionär 2016. In der Zwischenzeit gibt es verschiedene Augmented Reality Games. Die von Ihnen, die Harry Potter Fans sind, werden Wizards Unite ganz bestimmt kennen oder auch diejenigen, die eher auf Dinos stehen, Jurassic Park, gibt es ebenfalls ein AR-Game. Die gab es damals beide noch nicht. Da war Pokémon Go sozusagen der Vorläufer. Und Pokémon Go entwickelt sich in dem Moment natürlich auch weiter und sagt, gut, die Augmented Reality-Technologie setzen wir jetzt eben beispielsweise nicht mehr nur beim Fangen ein, sondern erweitern diese an verschiedenen Stellen des Spiels. Dritter Punkt, wir haben auch eine stetige Weiterentwicklung der technischen Umsetzung. Kennen Sie das?
Nein? Sie nicken? Ja, okay. Das sind Pokémon Go Plus Uhren. Das heißt, Sie haben ein kleines Armband am Handgelenk und selbst wenn Sie Ihr Handy gerade nicht in der Tasche haben, aber die App aktiviert haben, sammeln Sie weiterhin Punkte für Ihre Pokémon. Funktioniert übrigens auch, wenn Sie ins Fitnessstudio gehen. Ganz besonders clevere Menschen legen solche Armbänder auf Staubsaugerroboter. Und die fahren dann kilometerweise durch die Gegend bzw. Wohnung und dabei werden Pokémon trainiert, wenn man selber auf der Couch sitzt. Es ist wunderbar und funktioniert super. Aber wir haben natürlich nicht nur die Erweiterung von dieser technischen Umsetzung, warum das problematisch ist, da kommen wir auch gleich noch zu, sondern auch eine stetige Weiterentwicklung der Kompatibilität, was ich Ihnen vorhin schon erzählt habe mit der Switch. Wir können nämlich gerade die ganzen Pokémons, die wir in Go fangen, übertragen auf unsere Switch. Den Blick in die Switch haben wir gemacht und jetzt die Haken. Also am Anfang, das Downloaden der App ist kostenlos. Es kostet nichts, egal auf welchem Modell Sie es tatsächlich spielen wollen. Vollkommen egal, ob mit Android oder eben auch mit Apple. Das macht erstmal für Pokémon Go keinen Unterschied. Wenn Sie allerdings nicht konsequent genug sind und sich genug bewegen und dementsprechend viele Pokéstops abklappern, wird es Ihnen sehr schnell passieren, dass Ihnen die Items ausgehen. Und sobald Sie keine Pokébälle mehr haben, können Sie auch keine Pokémons mehr fangen. Und auch da ist dann wieder Niantic sehr clever und natürlich kann man Pokebälle immer kaufen, wenn man sein eigenes Geld investiert. Was Sie als nächstes gesagt haben, auch die mobilen Daten zieht extrem runter und in Verbindung damit die Bewegungsdaten. Pokémon Go weiß immer, wo wir sind. Diejenigen von Ihnen, die Google-Nachrichten nicht deaktiviert haben, werden immer, wenn sie in einem Restaurant sind, gefragt, und wie war's? Und ich so, oh Gott. Ich will nicht, dass mein Handy mich das fragt. Diese Cookies müssen Sie allerdings aktivieren, wenn Sie Pokémon Go spielen wollen, um Ihre Pokémon weiterzuentwickeln. Das heißt, Sie müssen die Bewegungssynchronisation Ihres Handys aktivieren. Pokémon Go weiß dadurch immer, wo Sie sind. Mein Handy weiß auch jedes Mal ganz genau, wenn ich gerade in Freiburg bin und wann nicht. Ich bekomme in der Zwischenzeit personalisierte Werbung für Pokémon Go zwischen Dienstag und Donnerstag, nämlich meinen pädagogischen Hochschultagen, auf mein Handy geschickt. Das ist in dem Moment dann, gerade wenn es natürlich Kinder spielen, extrem gruselig. Sagt Ihnen Pokémon Sleep was? Genau, es ist eigentlich eine Fitness-App von Pokémon. Das Bittere ist, dass das auch mit Pokémon Go gekoppelt werden kann, beziehungsweise automatisch gekoppelt wird, außer Sie widersprechen dem ausdrücklich. Und man damit dann nämlich auch noch im Schlaf seine Pokémon trainiert, weil je tiefer man schläft, desto mehr Punkte bekommt man. Das heißt, dadurch wird eben nicht nur gesammelt, wie bewege ich mich tatsächlich den ganzen Tag, wo bewege ich mich und wie schlafe ich denn tatsächlich, vielleicht auch wo und mit wem, wer weiß, sondern eher, wie tief sind meine Schlafphasen. Und das ist vor dem Hintergrund gerade von Pokémon Home, das ist dann nämlich das Synchronisationssystem, das alle Daten gemeinsam sammelt, damit man die Pokémon hin und her tauschen kann, von einer Plattform zur anderen, also von Switch zu Go, von Go zu Switch, wieder zurück. Ist das gerade, was Datenschutz angeht, extrem gruselig. Das heißt, Pokémon Go, coole App, cooles Augmented Reality Tool und eigentlich das Urgestein von AR-Games auf dem Smartphone und immer noch heute aktuell aus vielen verschiedenen Gründen, gerade was Handlungsträger und so weiter angeht. Das ist ein Kindheitsphänomen, das in der Zwischenzeit über 30 Jahre alt ist. Weil jeder von Ihnen, der so in den 90ern geboren wurde, der weiß, Pokémon ist zentrales Kindheitsphänomen. Aber gerade so, was die Entwicklung von den Zusatz-Apps angeht, hochgradig bedenklich. Das heißt, wenn eins Ihrer Schülerinnen oder Ihrer Schüler das spielt, schauen Sie da mal drauf und sprechen Sie über sowas wie Datenschutz. Das ist die nächste.